Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Böse Nachbarn. Ja, heute beginnen wir mit Staffel 2. Das letzte Mal, ich habe da ein bisschen Scheiße gelabert. Wir machen das Spiel doch auf 100%. Nämlich machen wir alle Goldstatuen. Denn für die Goldstatuen muss man alles über 90% haben in einer Staffel. Und ich dachte, dafür kriegt man Silber. Dafür kriegt man aber schon Gold. Silber kriegt man, wenn man in den meisten Staffeln, quasi über 90 ist oder so. So habe ich es zumindest verstanden. Aber jetzt machen wir erstmal frisch ans Werk. Nachbar mit Statue. Tipp, wenn man schleicht, kann man auch neben einem Haustier Streiche vorbereiten. Es ist Muttertag und da möchte der liebe Sonnenmann Sohnemann seiner geliebten Mutti etwas ganz Besonderes schenken. Ob ihr ein Foto vom Söhnchen gefallen würde, oder doch besser das Gemälde, die riesige Statue oder die selbst getöpferte Vase. Auf jeden Fall macht der Nachbar wieder jede Menge Lärm und das stört Woody gewaltig. Alter, ich muss sagen, es ist gerade. Okay, also was macht er? Er malt ein Gemälde von einer Taube. Übrigens, das Haus hier ist erweitert, ne? Um ein Stockwerk. Aber hier der Keller bleibt uns immer noch verwehrt. Hier sind Reißnägel und Schraubenschlüssel, okay. Was ist im Medizinschrank? Fleckenspray und Schere. Fleckenspray. Dieses Fleckenspray entfernt alle ungewollten Farbflecken. Ah, fürs Gemälde wahrscheinlich. Ah, 200er IQ. Okay, der meißelt hier für seine Mutter eine Statue. Und er hat einen Papageien jetzt. Hier müssen wir wahrscheinlich genau. Und die müssen wir hier drauf tun. Oh, da ist eine Banane. Der gute alte Bananentrick. So. Und sonst, wo führt das eigentlich hin? Das führt, glaube ich, hier in den Raum. Ja, Wohnzimmer. Okay, okay, er geht in den Raum, wo ich die Streiche vorbereitet habe. Okay, jetzt müssen wir schnell machen. Schere? Nee, ich glaube, wir haben noch nichts für die Statue. Oder brauchen wir dann nochmal die Stecknadel? Nee. Oh nein, ich hätte das einfach so antippen können. Ach, egal. Warte mal, ich muss mal kurz... Okay. Da ist nichts. Das da können wir aber nehmen. Magnesiumpulver. Okay, keine Ahnung, was das ist. Okay, jetzt geht er wieder meißeln. Das heißt, wir verstecken uns unterm Bett. Das ist ein neues Versteck. Okay, und dann mache ich hier wahrscheinlich noch mehr Magnesiumpulver rein. Und ansonsten binde ich die Taube ab und mache das Gemälde kaputt. So wird es, glaube ich, gemacht, aber dann fehlen... die Anzeige ist, glaube ich, verbuggt. Wir haben doch gerade schon mega viele Streiche gemacht. Das ist merkwürdig. Okay, erstmal ist Magnesiumpulver. Ja. So, dann binden wir die Taube ab. Und tun das Fleckenspray aufs Gemälde. Komm schon. Aber was machen wir für das Ding? Können wir hier hin? Nee. Was machen wir dafür? Ergibt es sich noch? Äh,
Irgendwie ist die gesamte Anzeige hier verbuggt in dem Level. Es ist die Anzeige verbuggt. Warte mal, wie viele Streich haben wir denn jetzt? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Streiche, glaube ich. Ja, dann fehlt nur noch was mit der Statue. Ist hier irgendwas? Nee. Ach so, stimmt. Das konnte ich ja einfach so benutzen. Okay. Schleichen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich dachte, er geht jetzt durchs ganze Haus. Ach, das ist jetzt auf Fahren gestellt. Und da fällt der Kopf ab. Ja, damit haben wir auch das Level geschafft. Na gut, okay. Ein sonniger Vormittag. Hoffentlich sehen wir jetzt wieder einigermaßen die Hut. Liegt das daran, dass ich das Zeitlimit ausgeschaltet habe? Ich weiß es nicht. Ein sonniger Vormittag. So ein wunderschöner Tag lädt richtig. Oh, wir hatten 94%, okay. So ein wunderschöner Tag lädt richtig dazu ein, sich in der Sonne ein wenig bräunen zu lassen. Sofort nach dem Zähneputzen legt sich der Nachbar auf den Balkon. Natürlich muss bei solcher Hitze auch Susi, seine Lieblingspflanze, reißlich gegossen werden. Und das bietet Woody wieder viele Möglichkeiten, den Nachbarn zu ärgern. Böse Nachbarn in ein sonniger Vormittag. Okay. Ah, jetzt sehen wir wieder die Hut. Hier. Und so. Oh, er geht Zähne putzen. Wo? Da. Im Bad. Ist ja auch logisch irgendwie. Okay, ist der Mikrowellenstreich wieder dabei? Oh, eine Kaffeemaschine. Oh, und er will jetzt auch Kaffee. Okay. Der Papagei ist wieder da. Was ist hier? Erde. Und das hier ist auch noch verschlossen. Und hier ist ein... Ah, okay, ich glaube das Medizinkästchen... Ah, genau, das ist verschlossen. So, jetzt will er sich bräunen. Was können wir ihm denn da für Streiche spielen? Wir beobachten erstmal. Erstmal beobachten. Okay, er sonnt sich. Ach, und er holt die Gießkanne, um die Blume unten zu gießen. Das heißt, wir müssen in der Zeit, wo er sie holt, direkt... Oh, hier ist ein Wespennest. Direkt zuschlagen. Hab ich irgendwas Honig? Oh, Honig statt Sonnencreme. Och du Scheiße. Stopp. Er bringt die Gießkanne wieder zurück, aber wir haben, glaub ich, noch nichts, womit wir... was ist das denn? Schuhbürste? Die können wir doch bestimmt durch die Zahnbürste austauschen. Okay, jetzt trinkt er wieder Kaffee. Okay, zack, was macht er dann? Hoffentlich putzt er nicht Zähne. Nee, er sonnt sich wieder. Okay, Schuhbürste durch Zahnbürste. Und dann sperren wir den Schrank auf. Ah, perfekt. Unkrautvernichtungsmittel. So, was machen wir? Bananenschale und Erde in den... Hä? Er sonnt sich ja gar nicht.
Er cremt sich ja gar nicht ein. Meine ich. Erde mit Kaffee? Ja, okay. Und... Und jetzt... So, was müssen wir jetzt machen? Ah! Wir müssen zuerst den Sonnenschirm wegmachen. Damit ihn die Sonne trifft, damit er sich eincremt. Mit dem Honigzeug. Okay, jetzt trinkt er seinen Erdekaffee. Währenddessen... Können wir eigentlich die letzten zwei Streiche schon machen? Hier. Und hier. Okay, erstmal rutscht er aus. Jetzt heißt es nur noch warten und genießen. Was macht er denn? Hat er es entdeckt? Nein, hat er nicht. Oh mein Gott. Ultimative Streichkette jetzt. Rennt er runter. Oh nein. Hiermit müssen wir noch was machen. Shit. Shit, mit den Dingern hier müssen wir noch was machen. Oh nein. Okay, er trinkt Kaffee. Okay, er geht außen rum. Das heißt, ich brauche hier eigentlich keine Bedenken zu haben, in dieses Zimmer zu gehen. Wo tun wir die Stecknadeln hin? Tun wir die auf die Liege? Aber er geht ja jetzt zur Liege. Ah, Mist, das hätten wir noch besser kombinieren können. Oh Mann. Okay, 4 Streiche haben wir jetzt. Und jetzt kommt der 5. Ja. Ja, die Reißnägel habe ich vergessen. Genauso wie in der ersten Staffel das Klopapier. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge war. Oh Mann, das ärgert mich. Seine Lieblingspflanze ist kaputt. Okay. Und das war der letzte Streich. Ja, ein bisschen lame von mir. Aber naja. Okay. Wir haben tatsächlich noch Zeit für das Schweinchen Dick. Der Nachbar hat sich ein ungewöhnliches Haustier zugelegt, ein kleines Schweinchen. Er hält es in einem Käfig im Vorzimmer und mästet es eifrig. Doch aus seinem Doch auch sein Papagei Chili ist hungrig und will mit Keksen vollgestopft werden. Nachdem all den Anstrengungen meint er sich ein Schläfchen redlich verdient zu haben. Wäre da nicht Woody, der den Tagesablauf des Nachbarn durcheinander bringt. Okay. Böse Nachbarn in der Schweinchen Dick. Da ist es. Ganz gequält. Ja, dass ich aus seinem Käfig raus will, ja. Okay, er schläft gerade. Diese Pisspot da. Ja, lecker. Okay. Oh, ach, da ist ein Schlüssel. Was denn? Ist das wieder versperrt? Nee. Was ist denn der Schlüssel? Oh, er geht jetzt... Oh nein, er geht die Flasche holen. Und dann damit wahrscheinlich sein Schweinchen füttern.
Scharfe Soße, okay. Was ist das? Mexikanische Feuerkekse. Oh mein Gott. Und Chemiebaukasten. Finden wir sicher auch was Nützliches drin. Bringt er die Flasche zurück? Ja. Oh nein, nein. Wir können uns, glaube ich, wegen dem Ekelfaktor nicht unterm Bett verstecken. Okay, Nitroglycerin, oh Gott. Ja. Gut, ne? Das sollte er lieber nicht schütteln. Was ist das? Keksdose. Ja, da tun wir mal scharfe Soße rein. Nicht? Ach, das ist für den Käfig der Schlüssel. Feuerkekse? Ah, Feuerkekse, okay. Bananenschale hin. Ih, was? Er legt sein Gebiss ins Glas. Da tun wir Nitroglycerin rein. Ach du Scheiße. Er Reißnägel wahrscheinlich ins Bett. Und die scharfe Soße weiß ich noch nicht. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich. Man muss, während er schläft, die scharfe Soße ins Gebiss tun. Und die Reißnägel. Reißnägel ins Bett, glaube ich, ja. Ach so, das ist sein ganzer Tagesablauf, okay. Ich dachte, da kommt noch mehr. So, Zink. Naja, rutsch bloß aus. Okay, aber in das Zimmer geht er nie. Auf dem Balkon. Hier ist auch nur ein Kaktus, den wir nehmen können. So, Nadeln im Bett. Oh, wie fies das aussieht. Füttert er jetzt den... Oh ja, er füttert den Papagei. Okay, wir müssen gleich schnell reagieren. Oh, und den Schlüssel brauchen wir natürlich noch. Um das Schwein irgendwie rauszulassen oder so. Ist bestimmt auch nochmal ein Streich. Alter. Ich würde so gern diesen Synchronsprecher treffen. Keine Ahnung, ich würde auch nach sonst einen Staat fahren. Von Amerika. Okay. Er legt sein Gebiss wieder ab. Und legt sich ins Stachelbett. Oh, wie das aussieht. Okay, schnell, schnell, schnell. Das damit. Und das damit. Oh nein, oh nein, er kommt. Nein! Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ich muss alles nochmal machen. Corona. Und ja, Leute fragen sich vielleicht, warum das ausgerechnet mein Lieblingsvideospiel ist. Es ist zwar ein cooles Spiel, aber dafür, dass es ein Lieblingsspiel ist, sogar noch jetzt, zur heutigen Zeit, ist es doch schon eine bisschen arge Aussage. Ja, da habt ihr recht, wenn ihr das vermutet habt. Aber es ist einfach immer so, wenn man... Oh, wir können... Haben jetzt... Nee, ich mach's lieber noch nicht. Das erste Videospiel von einem ist immer das Lieblingsspiel. Also ich glaube, das ist ausnahmslos. Außer bei Domi. So, und jetzt müssen wir schnell sein. Kann man das überhaupt auf einen Streich schaffen?
Ich hätte nicht rennen sollen. Das war meine Schuld. Okay, ein letztes Mal versuche ich es noch. Okay, er bringt den Schlüssel wieder zurück. Das heißt, wir können jetzt gleich zugreifen. Aber erstmal muss er den Streich durchleben. So, wenn wir jetzt diesen Streich nämlich machen, haben wir eine Orientierung, wie lange er ungefähr schläft. Nämlich sieht man das dann hier an dem Balken ganz gut, weil das ist dann dieselbe Zeit. Oder auch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich ihn aufgeweckt. Okay, das... Ah, jetzt habe ich ihn aufgeweckt und jetzt hat nicht mal der Kaktus funktioniert. Oh, jetzt hat das Schwein dahin gekackt, ey. Weil ich es rausgelassen habe. Ah, das ist ärgerlich. Jetzt hat der Kaktus nicht funktioniert. Aber ich glaube, der macht ihn nicht mal weg. Der bemerkt es nicht mal so doof, wie er ist. Boah, hat er jetzt wieder den Schlüssel? Ach, habe ich den stecken lassen? Okay. Schnell. Und wir müssen so runtergehen, weil sonst wacht er von uns auf und dann weckt ihn nicht der Wecker auf. Boah, Alter, aber... Das hätten wir auch an einem Stück schaffen können. Ich war bloß zu hektisch. Oh mein Gott, ich hab gerade gar nicht drauf gezielt. Aber ich glaube, das war auch hinten auf dem GameCube-Cover drauf, dieser Moment, wo er so Feuer speit. Unter anderem. Okay, und dann haben wir endlich dieses Level geschafft. Dann machen wir das nächste Mal noch eine feurige Grillparty. Und dann geht's, denke ich, auch schon in die dritte Staffel. Also bleibt dran bei Böse Nachbarn. Ich glaube, es werden sogar noch ein bisschen weniger Parts. Obwohl die Level natürlich immer länger werden. Okay, Leute, dieses Mal ein kleiner Zusatz. Das hier ist Barry. Barry Allen. Der schnellste Hamster der Welt. Oh ja. Endlich ist er handzahm geworden. Naja, zumindest einigermaßen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.